weiterer Sonderfall, etwa wenn diese zwei Kreisscheiben quasi in waagrechter Richtung aufeinander stoßen. Da ist jetzt die Masse eigentlich die M2, die stoßende Masse, und die Masse M1, die gestoßene. Es sei die Geschwindigkeit von M1 senkrecht, die von M2 waagrecht, V2. Die Ebene, die Tangentialebene im Berührungspunkt ist jetzt lotrecht, der Winkel Alpha also 90 Grad, das ist unsere Richtung ET jetzt. Alpha 90 Grad. Die Stoßkraft findet in der normalen Richtung zu dieser strichlierten Ebene statt, also der Stoß in dieser normalen Richtung. Die Kraft als Reaktionskraft nach rechts auf die Masse M1, nach links auf die Masse M2. Der Winkel Phi1 zur waagrechten ist also 90 Grad der Geschwindigkeit V1. Der Winkel Phi2 der Geschwindigkeit V2 ist 0, die geht ja in waagrechter Richtung, in X-Richtung. Also für diesen Sonderfall jetzt, dieses Stoßes der beiden Punktmassen sozusagen, zentraler Stoß wieder in Richtung der normalen, in der Richtung EN. Die Richtung ET, vielleicht nach oben positiv. In Tangentialrichtung kein Stoß, also kein Reibungsstoß soll vorhanden sein, dann müssen die Geschwindigkeiten erhalten bleiben. Also die Geschwindigkeitskomponenten in Richtung T ist V1, in Richtung N ist 0. Bei der Masse M1. Bei der Masse M2 ist die Geschwindigkeit in der N-Richtung, also in der Stoßrichtung V2 und in der Tangentenrichtung 0. Die Geschwindigkeiten nach dem Stoß sind ja mit W bezeichnet. Das ist das W1N in Geschwindigkeit der Masse 1. In der normalen Richtung mit und die Geschwindigkeit W2N und W2T. W2T ist aber 0, weil in der T-Richtung keine Kraft übertragen wird, während W1T gleich V1 ist, weil hier bei der Masse M1 die Geschwindigkeit erhalten bleibt. Die resultierende Geschwindigkeit aus den beiden Komponenten, die ist die Geschwindigkeit W1 aus den Komponenten W1N und W1T, ist dann so schräg gerichtet. Der Stoß findet in der N-Richtung statt, also Geschwindigkeit nach dem Stoß ist gleich der Geschwindigkeit von des ersten Körpers vor dem Stoß, das war ja 0. Und die wird jetzt ja als die gestoßene Masse vergrößert. Die Ursache ist die M2 durch M1 plus M2. Die Geschwindigkeitsdifferenz ist ja das V2 und 1 plus Epsilon für die beiden Stoßperioden. Die Geschwindigkeit der Masse 2 nach dem Stoß ist gleich ihre Geschwindigkeit vor dem Stoß, minus jetzt, die wird ja kleiner. Die Ursache ist M1 durch M1 plus M2. Geschwindigkeitsdifferenz in der Stoßrichtung ist V2 mal 1 plus Epsilon. Das kann man noch ein bisschen schöner machen, weil ja dass V2 überall auftritt und daher herausgehoben werden kann. Also könnte man V2 noch vornehmen
dann auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Nehmen wir jetzt plus M2. Dann fällt da einmal das M1 weg. Es bleibt also M2 minus Epsilon M1. Und das ist natürlich das W2 insgesamt, weil das W2T ja 0 ist. Während die Geschwindigkeit ist der Masse 1 nach dem Stoß wieder die Wurzel aus der Quadratsumme ist, V1T² plus V1N². V1, also das heißt W1 natürlich, W1N, W1T. Und dann muss man eben diese Ausdrücke einsetzen. Das lässt sich nicht mehr viel schöner schreiben. Also dass die schräge Geschwindigkeit der gestoßenen Masse einsetzt nach dem Stoß. Jetzt könnten wir uns noch überlegen, wie das mit der Energie ausschaut. Die Energie, die da drinnen steckt, ist ja die Translationsenergie der beiden Massen. Vorher war sie m halbe v1 Quadrat plus m 2 halbe v2 Quadrat, also kinetische Energie vor dem Stoß. Nachher sind die Geschwindigkeiten w1 und w2. Und auf diese Weise ist die gesamte Energieänderung bekannt. Und die muss natürlich als Deformationsenergie irgendwie jetzt in der Verformung der beiden Körper drinnen stecken. Also Delta T, die gesamte Energieänderung als T vor dem Stoß minus T nach dem Stoß. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, wie viel von dem Gesamtenergieverlust, also an kinetischer Energie, geht jetzt in den einen Körper und wie viel geht in den anderen Körper. Das ist ja eine Frage der Deformierbarkeit der beiden Körper und die müsste ja über die Kraftverformungskurve der beiden Teilkörper beantwortet werden. Wir können ja nur Aussagen treffen darüber, wie viel insgesamt an Verformungsenergie da vorhanden ist.